Ich habe mal Musik gemacht vor langer, langer Zeit. Ich habe bis ich 30 war, glaube ich, auch noch nebenher in Bands gespielt und so ein bisschen. Also die meisten Tonleute zu der Zeit kamen entweder daher, dass sie selbst Musik gemacht haben und festgestellt haben, dass ihr Talent nicht für die Bühne ausreichend ist. Das gilt für mich wohl auch, nehme ich mal an. Dadurch bin ich natürlich Seiteneinsteiger. Man fängt dann als Musiker an und als technisch Interessierter lernt man dann so langsam quasi die Bausteine von so einem ganzen System kennen. Macht natürlich viele Fehler am Anfang. Fehler, die man vielleicht heute nicht mehr machen würde, wenn man, sagen wir mal, eine korrekte Schule durchlaufen hat oder sowas. Andererseits kann man da nicht unbedingt von einem großen Vorteil sprechen, den die Leute heutzutage haben, weil Live-Erfahrung ist tatsächlich mit der Hand am Arm zu machen. Das heißt also, man wird Fehler machen und man muss die Fehler auch machen, um bestimmte Dinge zu lernen. Es ist zwar so, dass man vielleicht die Grundlagen beigebracht bekommt inzwischen, das heißt aber noch lange nicht, dass man im Ernstfall, also in einer Live-Situation, auch wirklich erkennt, wo ein Problem liegt, ob das jetzt ein grundlegendes Problem ist oder nur ein seitwärts gelegenes Problem. Das kann man aufgrund einer theoretischen Ausbildung wirklich kaum beurteilen. Also ich habe den Punkt da gespürt, wo ich tatsächlich dann auf Festivals plötzlich zwischen ein paar Profis rumgestanden bin oder wo meine lieben Fantas irgendwie tatsächlich vor oder nach einer Band gespielt haben, die ich eigentlich 10 Jahre vorher noch bewundert habe und gedacht habe, oh, das sind aber super Pros, da komme ich nie hin. Und dann stand ich eben plötzlich neben dem Tonmann von Guns N' Roses, ja, war es nicht so, oder Metallica, und da habe ich gedacht, oh, aha, da bin ich jetzt also angekommen, komisch, aber so war es dann. Die deutsche Szene, was die Musik angeht, ist relativ vielfältig und es spielt sich eigentlich viel auf einem sehr hohen Niveau ab, obwohl die Deutschen selber das gar nicht glauben. Die Deutschen haben, glaube ich, so eine Art Minderwertigkeitskomplex, was das angeht. Man kann aber an vielen deutschen Bands sehen, dass sie erstens handwerklich sehr gut sind, dass die Tonleute dieser Bands auch sehr gut sind. Die deutsche Technik, also das, was tatsächlich zur Verfügung steht, auch in einem kleinen Club, ist schon bemerkenswert gut. Wenn man nach England geht oder auch in Frankreich, schon kriegt man wirklich manchmal irgendwie einen vor die Fresse erstmal, weil man denkt, oh, und damit soll ich jetzt Sound machen? Natürlich geht es am Schluss immer und meistens ist dann der Effekt, dass man sehr zufrieden ist, obwohl man es vorher nicht erwartet hatte. Also man muss immer mit dem Schlimmsten rechnen, ne? Aber insgesamt kann man sagen, dass in Deutschland einfach relativ technisch gesehen sehr, sehr gut dasteht. In Staaten gibt es zum Teil Clubs, gerade in Großstädten, wo man denkt, das kann jetzt nicht wahr sein. Da stehen dann irgendwie ein paar abgeranzte Boxen in der Ecke und da spielen irgendwelche weltbekannte Jazz, zum Beispiel vor allem Jazzleute. Da denkst du, das kann jetzt nicht wahr sein. Und es funktioniert aber und es klingt auch meistens gut. Wo man als Deutscher irgendwann sagen würde, ja, das geht jetzt so nicht. Ja. Also man muss wirklich sagen, dass die Deutschen sich da selber ein bisschen ins Hintertreffen bringen von ihrer Selbsteinschätzung her. Auf der anderen Seite manchmal wirklich, was den technischen Anspruch geht, sehr weit greifen und manchmal auch man mit Dingen, die, sagen wir mal, suboptimal sind, sehr gut klarkommen kann, wenn man ein bisschen kompromissfähig ist. Und letztendlich ist das Publikum dankbar dafür, dass man aus den Mitteln, die da sind, das Beste macht, was geht, und nicht mit einem super top technischen Apparat sie platt macht. Ja. Also das ist auch zum Teil eine deutsche Krankheit, dass man das alles perfektioniert haben möchte und dann aber oft im Glauben an diese Perfektion ein bisschen den Funken, der eigentlich überspringen muss, zum Publikum vergisst oder vernachlässigt, sage ich jetzt als Techniker, das oft nicht sehen möchte so gerne. Ja. Wenn ich das unabhängig vom Budget machen dürfte, das Budget spielt ja eine große Rolle, dann würde ich natürlich eine sehr genaue Spezifikation raushauen. Ja, da wäre dann natürlich auch dementsprechend nur das Material da, mit dem ich arbeiten will. Das heißt aber, allein aufgrund der
der kalkulatorischen Grenzen, die einer deutschen Band gesetzt sind, weil wir können jetzt zum Beispiel nicht eine Welttournee spielen, wo man sich das alles raussuchen kann und wo man sich auch für ein Jahr lang oder für zwei alle notwendigen Dinge wirklich dann fest mieten kann, muss ich trotzdem Kompromisse machen und die mache ich eigentlich auch ganz gerne. Also ob ich jetzt das Line Array von der Firma X nehme oder das Line Array von der Firma Y, das tut sich ab einem gewissen technischen Level eigentlich nichts mehr. Ja. Und wenn ich sage, okay, ich möchte gern einen französischen Lautsprecherhersteller wie mein Zeug hinhängen lassen, dann wird das natürlich gerne genommen. Wenn das aber mal für eine Show nicht möglich ist auf irgendeinem Open Air, dann ist das sicherlich kein Problem. Ja. Die Größenordnung von Clubs, 500er Clubs, da wird natürlich genommen, was da ist. Ja. Man könnte jetzt koffern und sagen, wir wollen nur das Beste, aber man stellt sich da oft selber ein Bein, weil die Haus-PA hängt und die klingt mit ein bisschen Getrickse meistens genauso gut. Und wenn man dann sein eigenes Zeug davor klemmen muss und sich noch mehr den Platz verstellt und den Veranstalter nicht gerade milde stimmt mit solchen Aktionen, dann ist es oft schlecht einfach. Dann ist es oft doppelt gemoppelt und man hat nichts davon. Ja. Und man hat mehr Aufwand. Klar, dann gibt es halt den Techniker der Band und der, je nach Position, die der in der Band hat, wird er natürlich schon versuchen, unter Umständen sein Ego da ein bisschen weit vorzuschieben. Das ist oft unnötig. Das machen aber Jüngere oft den Fehler, dass sie halt sagen, oh, wir brauchen aber das, weil das kenne ich und alles vor allem anderen habe ich Angst. Ja. Das ist aber eine Unsicherheit, über die man sich hinwegsetzen muss, wenn man zwangsläufig irgendwann im Lauf seiner Karriere damit konfrontiert ist, dass man nicht das Wunschzeug hingestellt bekommt oder dass man das Zeug, das da steht, überhaupt nicht kennt, dann muss man sich halt auf seine Ohren verlassen, weil das, was einem der lokale Techniker erzählt, natürlich auch beschönigend ist, das ist ja auch klar. Das heißt also, man muss irgendwo die Wahrheit versuchen rauszufinden und sich da eben dann hinschlängeln und gucken, dass man seinen Kompromiss am besten durchsetzt. Da gehört ein bisschen Geduld dazu, aber die muss man dann eben haben. Und ich denke auch, dass das der beste Weg ist oft. Man muss die Leute ja nicht brüskieren, indem man da mit einem mordstechnischen Gedöns auf, also erstmal natürlich als Rider oder sowas ankommt und dann später auch noch pampig drauf besteht, dass das und das jetzt sofort da zu sein hat, wenn es wirklich nur um 5% geht, die jetzt dann noch besser zu machen wären. Ja. Oft passiert ja auf der Bühne eigentlich das Entscheidende. Und ob die Monitorbox X jetzt da liegt oder die Monitorbox Y, das ist fast egal. Ja, wenn man den Sänger dazu überredet, wenigstens mit dem Level zu arbeiten, der für den Club überhaupt noch verträglich ist und nicht sich so viel anbieten zu lassen auf der Bühne, dass sowieso von der PA eigentlich schon nichts mehr übrig bleibt. Ne? Was man ja kennt und was oft der Fall ist, andere Bandmitglieder seien da jetzt nicht ausgenommen von dieser kleinen Kritik. Ne? Wenn man eine gute Bühne hat, dann kann man auch mit mittelmäßigem Material ein ziemlich gutes Ergebnis haben. Das ist, wenn man da diszipliniert zusammenarbeitet, Band und Techniker, dann muss man oft nicht diese super Ego-Schiene auspacken. Ja. Für ein großes Festival oder für ein Top-Act, wo man wirklich eine feste Show hat, ist das natürlich was anderes. Aber da bucht man das Zeug ja vorher zusammen und arbeitet sich darauf ein. Und da muss man natürlich dann, wenn es nicht der Idealfall ist, macht man genau die gleichen Kompromisse. Das macht man sie halt nicht Abend für Abend, sondern man macht sie vorher bei den Proben und einigt sich, ärgert sich ein bisschen und dann funktioniert das System und läuft. Und somit ist es dann auch meistens gut. Ja.